Mir fällt nicht ein, wie ich euch noch begrüßen könnte. Deswegen sage ich einfach nur, so Leute, willkommen zurück zu Pokémon Weiß. Wie hieß dieses Form von Playthrough nochmal? Ach, Duolog, genau. Challenge. Jetzt ist das ja doch noch was eingefallen. Das war übrigens nicht geplant gerade. Ja. Das ist eigentlich nie geplant, was am Anfang passiert. Das ist immer so der krasse Zufall, was uns gerade in unsere kranken Gehirne so einströmt. Wunderbar. Bitte scher uns beide jetzt nicht über einen Kamm, danke. Alter, Regi, du weißt ganz genau, dass dieser tatkräftige Gemeinschaftsgeist von uns allen niemals vorversprochen. Von eins wird niemals verschwinden. Ich habe bis vor 2 Sekunden jetzt nicht gedacht, dass du die vorgelesen hast, sondern irgendwas in deinen Kopf hin und her gedichtet hast. Es war auch so. Hätte ja sein können. Ja, es kann tatsächlich sein. Guck mal hier. Freier Fall. Der Move, der im VGC irgendwann mal gebannt war. Yep. Einfach weil es ein Pokémon permanent rausgenommen hat. Interessant ist aber auch, dass mich faszinierende Flugzeuge, ne, und irgendwie die eleganten Formen vollendeten Gestaltungen der Maschinen, die Zweckdienlichkeit ihrer Mechanik. Alles perfekt, auf den du abgestimmt. Nerd. Ich habe den Satz nicht gut eingestimmt. Nerd. Schlecht. Nerd. Ein Nerd. Wenn du aufpasst, kannst du Fabius auch auf der Landebahn spielen, denn hier landet tatsächlich nur eine Frachtmaschine. Toll. Ja, in 2 Jahren ändert sich das, wie gesagt. Trevor und Plautus. Flugzeug. Jo, ne, mit Michael zusammen. Das schmackhafteste Gemüse wächst in der freien Natur, denn dort wird es von der Sonne verwöhnt und von Wind und Regen veredelt. Mach ich auch. Und das ist hin und wieder. Weißt du, so redet kein Mensch. Und das hin und wieder von Pokémon anknabbert wird, ist der beste Beweis für Geschmack und Bekömmlichkeit. Ich mach das auch immer. Neben einem Flughafen mein Obst und Gemüse anpflanzen. Ja, das klingt nach einer super Idee. Ist bestimmt gar nicht irgendwie schädlich. Nö. Also voll Abgasen gesund oder so. Voll gesund, habe ich gehört. Ich wollte eigentlich gerade vom Fahrrad steigen. Das soll voll gut sein. Nö. Oh mein Gott, Schutz! Wolltest du nicht letztens noch aufrauchen? Ja. Ich hab keine Lust, diese Sachen zu sammeln. Kannst du machen. Das ist eh nur so ein Mini-Face irgendwann. Ey, was ist denn das hier? Ein Terminal. Ein Terminal? Terminator. Terminator, du da. Bist du der Terminator? A bis Z. Pokémon sind krank. Krass. Krank. Krank. Der Abfalleimer. Weißt du, ich habe mir jetzt angewöhnt, wegen unseres Togethers, ja, unserer Duolog, dass ich jetzt auch immer privat die Mülltonnen durchsuche. Mit der Hackattacke? Ja, mit der auch. Das ist eine zwanghafte Krankheit von mir geworden. Ja, Neurosen, mein Freund, Neurosen. Und dass ich sie auf dich übertragen konnte. Was sind Neurosen? Neue Hosen. Ach so. Nicht neue Hosen. Ja, ich dachte, du willst gerade auf die Tatsache anspielen, dass ich keine Hose anhab. Seit Anfang der Session. Gugur, ja. Von die Taube. Wusstest du nicht, dass Taubsi von Taube kommt? Und von ziehen? Weil man an Tauben gerne mal zieht? Man sieht Tauben? Man sieht Tauben. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ich glaube schon, ja. Was ist denn los? Ich habe echt gedacht, du hast jetzt ziehen gesagt. Ja, ziehen. Von ziehen. Von Tauben ziehen. Und deswegen ziehen. So, was, Tauben ziehen? Was? Taubsi kommt eigentlich von Tau ziehen. Ernsthaft? Nein, aber es ist mir gerade spontan in den Kopf geschossen. Hör doch auf. Und ich muss sagen, irgendwie, genau, ich wollte ja gucken, was vielleicht Yamo kann, weil, ne? Ist mir gerade spontan in den Kopf geschossen und irgendwie würde es Sinn ergeben vom Namen. Was sind ja, das noch alles für Leute? Taubsi und Tauzi. Zwei Leute, die schon mal Taubsi streiten. Deswegen heißt es jetzt Taubsi. Oh. Hey. Windstoß-Hype. Amnesie, Anziehung. Nur Müll. Ja, deswegen wollte ich da auch nicht mit der Herdschuppe hin. Das war halt sehr unnötig von dir. Das war voll gemein. Meine Anwesenheit hat dich gekränkt. Und was machst du im Pokémon Center? Mein Team switchen. Warum? Oh oh. Eros, bleib bei uns. Was mache ich denn? Warum willst du meinen Dressella beklauen, du Alunke? So, mein Freund Eros. Du hast sehr gute Dienste erwiesen. Und jetzt hoffentlich kann ich dir sagen, das gleiche, was ich damals Sommers versprochen habe, aber du hast die Challenge überlebt. Ist Eros gestorben oder warum legst du es ab? Nein, Eros hat Pause jetzt. Für immer. Also, ja, wie gesagt, Leute, wie ihr schon gesagt habt, Tower Creed, die Pokémon werden immer stärker und irgendwann jetzt langsam kommt zu der Punkt. Nee. Außerdem brauche ich WhatsApp, um gegen Pokémon vom Typ, keine Ahnung, anzutreten. Sebritz übrigens zerstört mein ganzes Team, wenn ich WhatsApp nehme. Warum? Mit Nitro-Ladung. Ist doch nicht schlimmer als Eros, ja. Eros.
Ich werde schon nicht gegen einen Seeroth. Auch wenn Eros ein bisschen, wobei, ich glaube, der Balk von Voltula und Dingens sollte ziemlich bei, ja, nah bei Sam liegen. So, ist das Glücksei oder EP-Teiler? Erstmal EP-Teiler. Glücksei nur zum Trainieren, so. So, willkommen bei dem Team Elektra. Was denn? Weißt du denn, wann sich Elektra entwickelt? 36. Okay, das geht ja noch. Aber auch echt viel. Ja, 5-Gen-Entwicklungen irgendwie. Mhm. Das ist wie der Encounter-Rate. Völlig übertrieben. Oh, eine ganze Menge Leute, ein Vergleich. Den von Team Plasma in Pumpen gestohlen wurde. Denk an meinen Pilz. Ich denke an deinen Pilz. Ich schenke dir einen. Denk an meinen Pilz. So, Leute. Route 7. Hast du es gerade echt gesagt? Nein, habe ich nicht. Okay, ich glaube dir mal. Nee, das Ding ist, ich habe ein, wie heißt das auf Deutsch? Pass auf, Jungus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dein Pokémon kommt. Hast du Schuss gesprayt? Nein, warum? Die gibt's doch als fixen Encounter. Oh, okay. Ja, was? Was? Was wolltest du denn gerade machen? Du wolltest mich um meinen Pilz bringen. Ich wollte auf gut Glück reinrennen und hoffe, dass er kommt. Da kann auch noch so komischer Scheiß wie... Was gibt's denn da sonst noch? Weiß ich gar nicht. Route 7. Das ist echt Glück gehabt, dass jetzt nichts kam. Okay, du willst also ein Raschelgras. Nee, die gibt's als hier Pokéball. Fake Pokéball. Ach, da hinten das zum Beispiel? Ich weiß gar nicht, ob das ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es die als Fake Pokéball gibt. Renn mal weiter. Genau, hier rechts rein. Oh, ja, so toll. Weit rechts jetzt nicht. Beim Dreierkampf steht... Das ist kein Dreierkampf, oder? Doch. Echt? Das ist ein Dreierkampf. Echt? Ich glaub, nein. So. Nein, oder? Ich glaube, das ist ein Dreierkampf. Wenn ihr davon redet. Ich hab WhatsApp dabei. Ich hab's gerade reingepackt. Ach. Oh mein Gott, ich bin tot. Legt das aber ganz rechts, ne? Okay. Ich bin tot, Leute. Nein! Wie konnte das passieren? Habe ich so im Leben nicht mit gerechnet. Wie ist das ein Dreierkack-Dreckskampf? Du weißt, es regnete. Ja, immerhin. Aber oh nein! Elektra stirbt jetzt durch einen Luftschnitt. Oder Windschnitt, wie auch immer. Nee, resistest du ja. Also neutral. Achso, ja, stimmt. Oh mein Gott! Ich bin so am Block. Ich töte das Fletiamo. Also... Ja. Macht es mehr Schaden als ein Siedewasser im Regen? Ich glaube, es ist gleich, oder? Ja. Hast du einen höheren Angriff oder Spezialangriff? Angriff. Okay. Dang it, Leute! What the hell, man? Aber du kannst... Eigentlich... Oh, tut alle drei, was? Krass. Du kannst aus der Sache aber, glaube ich, sogar noch ganz gut rauskommen. Ja, das müsste machbar sein. Einfach nur hoffen, dass die KI dumm ist. Einfach hätte wenigstens Protect drauf. Hätte ich wenigstens das drauf. Nein, Elektra! Komm, Luft. Beruhig dich. Käferbiss. Slap was. Auf Cleopatra. Oh Mann. Mein Venus sollte aber am schnellsten sein. Guck mal, sind alles deine Pokémon hier. Nee, gar nicht wahr. Elektra nicht. Schon gut. Ja, okay, komm. Ja, geht schon mal daneben. Immerhin triffst du die anderen beiden. Das ist gut, oder? Das ist gut. Gutes Angriff. Das ist nicht für Sie, du was angerührt hast. Bitte was? Alter. Oh mein Gott! Warum sind meine Pokémon so langsam? Aber warte, Sing stirbt gleich, Cleopatra. Und das hoffentlich auch. Nein, das nicht. Er ist aber immer noch gut, glaube ich. Das ist gut, ja, weil jetzt kann ich... Das Kugmana kommt ja nicht an Elektra dran. Genau, das wollte ich dir die ganze Zeit sagen, aber durfte ich nicht. So, ich kann jetzt Wasserdüse machen. So ein, rein aus Interesse, bis wohin reichen Wasserdüse? Ob du bist für Kano. Okay. Oh, Dreierkämpfe, Leute, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich weiß nur, dass Madblock OP ist. So, Fletiamo. Muss den Windschnitt machen. Ja, das killt Cleopatra. Also, wenn das aufgeht, dann überlebt Elektra es eher, weil ich kenne meinen Windschnitt, ne? Ich will jetzt echt, ich nehme lieber einen Trank. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja. 1 von 1.
Zug. Nein, das heilt nicht ganz. Was denn? Supertrank? Supertrank heilt nicht komplett. Doch, halt doch. Du hast doch nur 60 HP. Das hat aber 17. Das heilt doch komplett? Nein. 17 plus 50? Achso, oh. Ja, schon gut. Hyperzahn auf Venus. Ja, willkommen. Oh, Dreierkampf in einem Pokémon Level 25, was 7 Level tiefer ist. Wenn du jetzt nicht geheilt hättest, wäre das ziemlich böse gewesen, weil du weißt, dass das Cleopatra schneller war, oder? Als Venus? War's doch nicht, nee. Ich meine, es war. Venus war am schnellsten. Am allerschnellsten Kampf, ja, relativ. Guck. Ach, das gegnerische Fletiano war schneller. Ja. Gut. Trotzdem ist da noch ein Vieh mit Hyperzahn, das ist nicht zu unterschätzen. Ja, der geht jetzt hier auf. Yay! Yeah! Der geht jetzt hier auf den Fußschlag. Ja. Nur mich abzufangen. Ich hoffe nicht. Schlitzer. Das ist Elektro-Schlitzer, was soll das denn? Was heißt mal nicht? Ich mach das nochmal. Ferneffekte von dessen Wege. Ah, ja. Komm. Falls irgendwann mal eine Situation eintreffen wird, bei der ich das brauchen werde, ich bezweifle es zwar, aber man kann ja nie wissen. Oh! Der Hypermiss. Der Hypermiss. Der Hypermiss. So, Wasserdüse. Konfusion. Und Elektra ist safe. Und Elektra macht einfach nur für den Fall, dass es unwahrscheinlich überleben sollte, einen Trank auf Venus. Puh. Ich habe echt, als ich gelesen habe, Dreierkampf, dachte ich mir schon so, oh Gott. Nein, dachtest du dir, aber war nicht schlecht. Krass, weil für alle vom Level waren sie alle höher als ich sogar. Verwirr das mal. Guck mal, hat tatsächlich sogar nicht gereicht. Nee, ist der Crit kommt, aber gut, dass er. Gut. Mal Wasserdüse und Konfusion, jetzt haben wir es aber. Und du bist über alle Berge. Puh! Nicht spucken, Kollege. Mann. Spannend. Spannend! Wirklich in Gefahr waren wir zwar nicht, aber es war echt unnötig. Bin ich das ganz zu kompliziert umgegangen mit den Regeln nochmal? Ja, du hast mich überrannt, das muss man dir sagen. Boah, das Zusammenspiel der Pokémon. Ich muss die ganze Zeit niesen, aber. Ich habe auch schon einen kurzen Moment gedacht, er niest auf mich. Ja, du hast eben ein bisschen mehr weggesprungen ist vom Mikrofon. Okay, gut. Der Nieser wurde natürlich rausgeschnitten. Das Zusammenspiel der drei Pokémon in deinem Kampf. Du bist krank. Darf ich weiter navigieren zu meinem Pilz? Ja. Ja. Hättest du irgendwas anderes gemacht gerade in dem Kampf? Nee. Ich hätte auch so gespielt. Safe, runter. Du kannst ja halt vom Glück reden, dass das Fletchiamo nur Amnesie benutzt hat. Oh ja. Ich meine, wenn das irgendwie Windschnitt selber benutzt hat, wäre dein Ding, glaube ich, echt weg. Elektra. Deswegen ja. Zum Glück spielt die CPU da manchmal auch mit. Merkwürdigen Dingen. Genau, ich glaube, du musst jetzt über den Balken. Okay. Nach rechts. Genau, ja, rechts. Runter, runter, weiter rechts. Was? Kommt ja, das Dingens? Ist unnötig. Boreos? Ja, dieser Anrufer, das doch. Hallo, Sweetbang, ich bin's, deine Mutter, was ist. Ich bin doch deine Mutter. So? Entschuldigung. Du willst mir meine Charaktere klauen. Zitat Regi, ich bin doch deine Mutter. Ja, genau, seht ihr. Er hat's erfasst. Was? Ach, und auf Route 7 bist du gerade unterwegs, mach keine Sachen, ne? Hä? Du hast ja schon einiges an Weg hinter dich gebracht. Aber sag mal, passt du auch schön auf deine Pokémon auf? Ohne sie wärst du nie so weit gekommen. Du bist nämlich sonst ein Versager ohne sie. Yeah. Das hast du alles von deinen Pokémon zu verdanken. Also behandle sie auch. Was ist für eine Mutter? Das hast du alles deinen Pokémon zu verdanken, sonst niemandem. Ja, ist ja nicht so, als ob wir die Befehle geben. Danke, ey. Weißt du, so schaffst du eine gestörte Persönlichkeit. Ja. Nur Kritik. Oh. Unglaublich. Hoppla, das kam gerade etwas strenger rüber, als gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer in mir zu Wort gemeldet. Aber gut, ich lege dann mal auf. Die beste Mutter ist Edi von XY. Nee, beste Mutter bin ich. Was? Ja gut, nein. Einfach jetzt hier mal rüber und den Clown ignorieren. Oh, das wird schwierig. Ja, das geht. Der dreht sich ja zum Glück nicht um. Okay. Also hier gibt es irgendwo auf jeden Fall jetzt... Was der Pokéball? Nee, kann sein. Ja. Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall... Hier auf der Route gab es auf jeden Fall auch nochmal diese Bälle. Ich weiß aber leider nicht mehr, ob das der war. Aber irgendeiner der Pokébälle müsste eins sein. Oh! Ist aber auch nicht schlecht.
Krieg direkt mal WhatsApp, wenn das schon mal lernen kann. Kann Kochere? Aber wenn ich Pizza Fall, kann, ja, dann müssen sie auch Kochere können, ne? Klingt logisch. Genau wie Teppichfliegen, ne? Teppichfliegen. Das ist logisch. Oder irgendwie so ähnlich. Genau. So, Elektra versucht 10 Milliarden Attacken zu lernen. Elektra kann aber nur 12 Attacken lernen. Willst du Zornklinge wirklich vergessen lassen für diese beschissene Attacke? Für diese gute Attacke, meine ich. Ich will meinen Pilz haben. Der Regi will einen Pilz. Ich bin gerade echt am überlegen, wo war denn das? Es gab hier irgendein... Dir ist aber klar, dass du die ganze Route noch klären musst, ne? Ist in Ordnung. Ach, für dein Lichtel. Hm? Für dein Lichtel. Nee, ich meine generell, weil die Trainer hier noch bekämpft werden wollen. Ah, kriegen wir easy hin. Ich will aber erst mal meinen Pilz haben. Wo ist dein verdammter Pilz? Warte. Erstmal brauche ich wieder einen Schutz. Hast du noch keins? Ist gerade ausgelaufen. Ich weiß jetzt wieder, wo es auf jeden Fall zwei geben könnte. Wo? Geh mal wieder nach links zurück. Okay. Hinter das Haus. Hinter das Haus? Genau, hinter da, dahinter über den Balken. Ja. Und jetzt nach links, aber achte auf die Träder, dass du da nicht da reinläufst. Hier, diese zwei Ranger zum Beispiel. Genau, warte, links. Das ist einer. Warte, dann guckt der nach oben. Na, oh, jetzt kommt der Speedrunner hier. Bloß kein Spinner erwischen. Ich hoffe, das war einer. Nein! Nein, kein Pilz. Wo sind denn meine Pilze? Das kann doch nicht sein. Bist du sicher, dass es die hier gibt? Ich meine schon. Hm. So, hier oben war noch einer. Ein Spinner-Fischen, ja. Der dreht sich nicht, oder? Doch. Ah. Dreh dich. Erkennt er an der Mütze, Leute? Keiner. Ah, ich will aber meinen Pilz haben. Den gibt's bestimmt oben, oder? Keine Ahnung. Probier's mal aus. Du musst mir mal einen Pilz suchen. Er will den unbedingt haben, Leute. Er will unbedingt seinen Pilz! Ja, der Pilz passt halt perfekt in mein Team. Es dauert 20 oder 30 Jahre, bis ein Baum vollständig ausgewachsen ist. Was hältst du von einem Kampf als kleines Schauspiel zu Ehren der Bäume? Zu Ehren der Bäume? Ehren der Bäume. Ehren der Bäume. Ehren der Bäume. Ich finde dich lass so süß. Pokéball dran. Floyd! Pink Floyd ist das, Leute. Oh, guck mal. Kommt mir ja bekannt vor. Mir auch. Ist das nicht das, was ich weggeklatscht habe? Ist es nicht das, was wir nicht haben wollten? Ja, es hat sich einen neuen Trainer gesucht. Ein Trainer, der irgendwie was von mir hält. Ah. Boom. Wow. Oh. Crit Nummer 2 in dem Let's Play. Da war der Crit. Nummer 2. Milza. Milza, Milza. Wer bin ich? Milza, Milza. Iris Milza? Ja. Milza, Milza. Drachenwut, bestimmt. Das kann bestimmt auch hier Wutanfall. Drachenwut kann es wirklich relativ früh. Wutanfall auch. Als Zuchtmove. Schaffst du schon. 31. Wo ich gerade so dran denke, Milza können wir uns ja eigentlich auch holen. Können wir auch kriegen, ja. Und Maxax ist ein echt geiles Pokémon. Au, gut, dass ich ein Verteidigungspluswesen habe. Maxax. Milza lernt echt gute Attacken, so früh. Drachenklau, Drachenwut. Ich glaube, sie lernt sogar Surfer. Was? Und Drachenwut ist schlecht, aber Drachenwut ist halt so früh im Spiel ziemlich gut. Mhm. Aber jetzt wird es schon langsam schlechter, aber ganz früh am Anfang ist es echt broken. Drachenwut, ja. Ich habe alles gegeben, solange ich mir das sagen kann, bin ich krank. Es gibt sogar einen Trainer in X und Y, der einen Milza hat. Oh, Level 14 und ist kein Drachenwut. Achso, ja, der hat mir meinen Grammoklis getötet. Und, oh, und oh. Mein Schluckhook. Beide. Beide. Mit Drachenwut. Mit Drachenwut. Tja, ich hatte. Und deswegen hatte ich ja so Probleme gegen Conny, weil mein Grammoklis nicht mehr da war. Grammoklis wäre es ja Nier Auto-Win. Ja. Nier Auto-Win. Nier Auto-Win ist gut, es wäre Auto-Win. Wobei ich letztens so gelesen habe, dass ihr Marshawk Gesichte kann. Oh. Das muss doch hier irgendwo sein. Du bist ja auch sicher, dass es hier auf jeden Fall sowas gab, ne? Jetzt sind wir schon wieder auf einer ganz anderen, jetzt sind wir schon wieder am Wendelberg. Ja, hier ist nix. Ich würde da jetzt nicht hochgehen. Nee, das ist ein Trainer, ich weiß. Nee, du, sorry. Keine Ahnung. Willst du denn, dass ich hier ein Pokémon fange? Ich will das ja. Ich guck jetzt nach, was es da gibt. Okay, guck jetzt nach. Muss auf den unteren Bildschirm gucken. Mach ich. Ich kämpfe so lange diesen Clown. Klick, klick. Klick, klick, klick. Ups. Hoppla! Hoppla, ouch. Hoppla! Was tust du?
Ha. Ich gehe über einen Umweg auf Route 7. Ich sehe es gerade. Allein das Balancieren drauf macht so viel Spaß, dass ich immer wieder komme. 10%. Das ist ja gar nicht. Hey, warte mal. Also wir haben die Chance zwischen dem und dem. Ja, stimmt. Oder? Krass. Das ist schlecht schon wieder hier gerade für mich. Wobei, was kann Zappler die nochmal? Nur Bodycheck, oder? 4 Attacken kannst. Funkensprung, Donnerwelle, Ladestrahl und Tackle. Verdammt, jetzt habe ich dir geholfen. Das überlebt Neptun schon. Man kann hier einen Emolga gegen einen Sedimantur tauschen. Sehr gut. Ein Funkensprung! Ja, ich würde sagen. Ich glaube aber, das, was du meinst, das gibt es später erst. Was? Ich glaube sogar erst nach dem Wendelberg an so einem Sumpfgebiet. Kann das sein? Klickt's da vielleicht bei dir? Ach ja. Glaube ich. Ja, aber weißt du was? Du darfst einfach ins Gras gehen. Ich darf ins Gras, Bras, weil ich war echt nach Dampfwalz übrigens wieder weg. Nur. Das ist. Ich wusste, da ist irgendwas. Brauche ich einfach nicht. Ich brauche es einfach nicht. No Dampfwalze for you today. Piccoletti, 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 Piccoletti. Gut, dass ich es gerade gemacht habe. Warte, vielleicht schafft sogar Batzaff das alleine. Ja, klar. Aber ich traue mich noch nicht. Nein, mach das. Ah, ich dachte, den helfen. Doch, schafft es. Batzaff! Ich bin so boah, das passt so gut, diese Ball. Achte nur auf die Animation, Leute. Wenn Batzaff aus seinem Pokéball kommt. Wie das aussieht. In dem schönen Netz. Du bist sogar schneller. Jawoll. Ich muss aber nicht kehren. Ja. OP. Es lernt bald Elektroball. Noch 2 Level. Ja, mit dem ruhigen Wesen nicht ganz so krass, aber immer noch gut. Immer noch gut. Gut, dass ich gerade noch Katapult draufgepackt habe. Auch wenn Neptun hier im Regen sowieso völlig krank ist. Katapult ist eben ein lustiger Move. Ja, Bong. Special Effects. Ja, bong. Genau, das war perfekt, genau das. Wartet. Habt ihr es gehört, Leute? Ja, bong. Das war nicht gut. Hab ich gerade was abgeworfen? Nein. Okay, ich habe gerade kurz gedacht, dass man, das ist, wo ich mein Item wegwerfe. Nee, es war Schleuder. Schleuder. Fling. Das spielt er sogar im VGC, glaube ich, mit Raichu. Und Kingstein. Hat er verloren, aber deswegen bleibe ich hier, weil es das Problem an Sebritz ist. Das geht nicht. Wie? Ich kann das nicht schwächen. Falls hier ein Sebritz kommt gleich. Das darfst du auch eh nicht fangen. Dürfte ich schon. Ist ja nur das also, so. Heißt, ist ja nur ein Kann-Effekt. So, pass auf, du kriegst ein Pokémon. Ja. 20% Chance für Sisokids, Leute. 10% Chance für Tamping, genau. Und ich darf aber auch nur 3-mal neu machen, weißt du, ne? Ja, da geht die Gefahr ein. Notfalls muss halt ein Sisokids herhalten. Okay. Den haben wir. Species Claws! Warte, ich muss nochmal nachgucken, ja? Ja. Bei Navitar habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Du bist gerade im falschen Gras. Echt? Im hohen Gras, im dunklen Gras. Wo bist du denn gerade? Vielleicht bin ich beim Wendelberg. Hä? Da steht doch Navitar. Im Frühling, Sommer und Herbst. Ach so, aber wie ersetzt es dann? Oder kommt dann nur Navitaub? Hä? Wie wird das dann berechnet? Guck, das fehlt doch da. Da fehlen 30%. 20. Ah, okay. Ja, so. Wie wird das denn für Winter berechnet? Ach, da ist ein Fest-Sneef da. Fest-Sneef. Ah, jetzt kann ich es lesen. Jetzt. Oh, ah, nein, Sonders. Warte, das heißt 1-2, dann 1, drittes, darf das darfst du dann noch. Genau, und dann kommt. Danach musst du das. Dann ist weg, dann ist vorbei. Das heißt, 2 Versuche noch. Genau. Ja, musst du eingehen. Weil anscheinend gibt es ja auf der Route nur Crap. Ja! Es ist Not gegen Elend. Oh. Jetzt haben wir alle 3 gehabt. Aber nicht das, was wir noch nicht hatten, so. Richtig. Na, das ist riskiert. Also. Ja, das, was jetzt kommt. Kurz, kostet eine kurze Herzstillstand, ich will nicht gegen Sebritz kämpfen. Mann, ich will Tampignon, Mann, das passt so gut ins Guck Team. Weg, schnell, Achtung! Ja! Last but not least, 10% Chance, jawoll! Oh mein Gott, wie gut. Jo, ich glaube, da musst du gut was bearbeiten nach dem Schrei. Ja, ich glaube auch. Okay, jetzt muss ich ja gucken, wie mache ich das. Schwächen kann ich es nicht. Ich weiß nicht, mit Venus. Ich versuch's einfach mal mit einem Ball zuerst.
Komm, erstmal einen schönen pinken Heilball. Ich muss hier erstmal beruhigen. Fangchance ist aber gar nicht so schlecht, ne? Na, bei Tampignon ist die ganz okay. Das würde gehen. Er feiert gerade richtig hart. Ja, das Ding ist, es passt so perfekt ins Team. Es negiert die Kampfschwäche und die Wasserschwäche so zugleich. Oh Gott. Also in Kreuzschere sollte es ja wohl überleben. Definitiv. Das ist bulky. Und ich bin nicht der größte Angreifer. Puh. Okay, ja, bitte nicht quitten, ja. Hauptsache nochmal Verwurzler. Kiefer bist du vielleicht... 80 und 60. 60. Deswegen wird es auch von Techniker geboostet. Ich mach einfach Schlitzer. Okay. Das ist das Schwächste, was ich noch machen kann. Nee, eigentlich Elektrolyt. Ja, gut. Ganz so schlecht soll es dann auch nicht sein. Ja, ein bisschen OP soll es ja noch sein. Der okay. Part ist echt lang schon, ne? Aber weißt du, ich bringe einfach Opfer jetzt hier, um dir dieses Pokémon zu fangen. In sogar einem Pokéball. Die Leute, er ist nett. Ja, hey, cool, der Pokéball passt perfekt. Ja, deswegen. Das muss klappen. Zum Pokéballkopf. Ich finde, also Tampignon, muss ich gestehen, finde ich richtig cool, dass sie es eingebaut haben und es dann halt auch so ins Spiel integriert haben, wie halt Voltoball in der ersten Gen. Ja, das stimmt. Das finde ich auch cool. Also ich finde das klasse. Einfach, dass es nochmal so Pokémon gibt, die auch anders mit dem Spieler interagieren, sag ich mal. Es ist nur die Frage, ob ich es gefangen kriege. Sicher. Also beziehungsweise, so, wie lange es dauert. Können wir, oh Gott. Musst du halt cutten vielleicht oder so, ich weiß nicht. Was? Wenn es zu lang dauert jetzt, so 10 Minuten oder? Ich habe Angst vor jedem Angriff, den ich durchbringe, dass es ein Crit wird. Hör doch auf. Jetzt bin schon wieder, der fliegt wieder viel zu schnell runter. Der Balken. Komm schon. Hey. Ich drück noch mit. Jawoll. Ah. Danke, Mann. Wurde gefangen. Danke, danke. High five, Mann. Finde ich richtig gut. Das ist nämlich auch gut für unser gesamtes Team. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist der Eros-Ersatz. Ja. Vom Typ mehr. Quasi. Mit noch einem Gifttyp dabei. Ja. Es ähnelt einem Pokéball. Versucht man zu fangen, widersetzt es sich, indem es Giftspor versprüht. Nö, kann ich nicht bestätigen. Ja, eigentlich nicht. Na gut, Leute. Ich gucke noch nach einem Spitznamen und dann müssen wir auch langsam den Part beenden. Bam! Was los? Du hast einen neuen... Team-Member. Okay, und wie und heißt zwar er? Kriegst du den Gott der Erde und der Landwirtschaft. Außerdem passt die Form des Planetens auch irgendwie ganz gut zu diesem Pokémon. Saturn! Cool. Du kriegst... Ich habe Saturn, Leute. Saturn, ja. Geiz ist geil. Saturn wurde in Box 1 auf den PC übertragen. So, der Part, wie gesagt, sehr, sehr lange. Ich wechsle mal hier schnell. Aber es hat sich gelohnt, finde ich. Richtig. Du darfst aber als nächstes dann, wie gesagt, hier ein bisschen den Dreck aufräumen und die ganze Route wird von Trainern clearen. Nee, als erstes werde ich erstmal ein Lichtel fangen. Das ist gut. Oder ein... Noch ein Lichtel, doch. Yes, ich krieg Lichtel, Leute. Richtig episch. Das war aber erst einmal Pokémon Weiß. Zwei Lock. Leute, bis dann, tschüss. Ciao.